McCain, bist du in der Nähe vom Zentrum? Klar, Chief. Warum? Wir haben Hinweise darauf, dass eine Gang Forrest Blackwell entführen will. Die halten ihn auf einem Gebäude in der Nähe des Wissenschaftsmuseums im Zentrum fest. Bin schon unterwegs. Wurde Verstärkung angefordert? Ja, aber bis die da sind, ist es zu spät. Also beeil dich ein bisschen. Ich will es mir wirklich nicht mit Forrest Blackwell verscherzen. Da bist, degradiere ich dich so weit, dass du vor Polizeihunden salutieren kannst. Hey, wie groß das nun ist. Thank you.
Sicherheit im Namen des Gesetzes. Wenn du nicht mal da bist, degradiere ich dich so weit, dass du vor Polizeihunden salutieren kannst. Einen blauen Farbwechsler. Was machst du denn da? Ja, ich höre sie. Ich meine, abgesehen von meinen Entführern. Winnie Papalardo soll ja kein... Stoppt ihn! Oh.
Mann, wie cool war das denn? Dave? Dave! Boah! Da, ein Vordach. Wäre das ein Actionfilm, würde da sicher einer drauffallen. Ah! Au, das tut richtig weh. Kann der Tag noch schlimmer werden? Grundgütiger Himmel, Rettung naht! Verhaften Sie diese Männer! Schnappt ihn! Genau! Zeigen Sie es denen! Das waren einige Zweier! Ha! Die Trachtprügel hat er verdient! Danke, junger Mann. Ich dachte, mein Schicksal wäre besiegelt. Nicht solange ich da bin, Sir. Die schicken womöglich Verstärkung. Daher sollten wir umgehend aufbrechen. Mein Wagen müsste noch in der Nähe sein. Wir sind leider spät dran, Chase. Kamst aber wohl auch ohne uns klar. Ich denke, die Polizeistation wäre der sicherste Ort für mich. Würden Sie mich fahren? Ich bin noch etwas mitgenommen. Fahr ruhig. Ich sag dem Chief Bescheid, dass du Mr. Blackwell ablieferst. Wir bleiben hier und kümmern uns um die Gang. Danke. Ich bin untröstlich. Ich habe Sie gar nicht nach Ihrem Namen gefragt. Ich bin Chase. Chase McCain. Wir sind uns auch nie begegnet. Chase McCain. Sieh an, wie unglaublich.
unglaublich winzig die Welt doch ist. Seltsam. Vor kurzem erst sprach ich mit einem Bekannten über Sie, junger Mann. Darüber, was Sie durchstehen mussten, um Rex Fury zu verhaften. Er weiß, dass es nicht Chief Dumby war? Nein, nein. Einige von uns sehen die Dinge von damals etwas klarer als andere. Frei jeglicher Meinungsmache. Eine Schande, dass Rex ausbrechen konnte. Was er wohl alles anstellen wird. Wer weiß. Diese Männer, wer waren die eigentlich? Ohne Frage Umweltaktivisten. Die mögen mich nicht besonders. Und wieso, wenn ich fragen darf? Das wissen Sie nicht. Ich dachte, das wäre bekannt. Es war alles nur ein bedauernswertes Missverständnis, das nun hinter mir liegt. Wichtig ist nur, dass Sie in Sicherheit sind. Ob meine Sicherheitsleute das wohl auch so sehen? Na, das ist ja nett. Guter Tag für eine Spazierfahrt. Da wären wir. Mr. Blackwell, ich bin ja so froh, Sie zu sehen. Hab kein Auge zugemacht. Danke nochmals, Chase. Sie schlafen während der Arbeit? Ich? Warum gehen wir nicht hinein? Danke. McCain, es ist Zeit für mich zu gehen. Aber wir werden uns sicher wiedersehen. Das reimt sich, ja. Natalia! Ich brauche vielleicht, ich betone, vielleicht deine Hilfe. Ich konnte meinen Dad in keinem anderen Büro von Chan finden. Und? Ich habe auf seinem Schrottplatz nachgesehen und jetzt stecke ich hier fest. Wie bitte? Ich war verzweifelt. Es ist doch mein Dad, Chase. Und was, wenn ich Chan erwischt? Niemals. Ich bin sehr gut versteckt. Hey, wessen Füße sehe ich da hinter meinen Vorhängen? Hilfe! Natalia? Natalia! Ellie, du musst mir helfen und der Chief darf davon nichts erfahren. Schieß los! Natalia steckt auf dem Schrottplatz fest und ich brauche Verstärkung, um sie da rauszuholen. Natalia Kowalski? Was geht da vor sich? Lange Geschichte. Kannst du mir helfen? Klar, ich kenne ein paar Officers, die gerne hinter dem Rücken des Chiefs operieren. Sie werden sich mit dir beim Schrottplatz treffen. Die bringen dir eine Verkleidung mit. Chan soll dich ja schließlich nicht erkennen. Danke, Ellie. Damit hast du einen Stein bei mir am Brett. Thank you.
sicher gut. Im Straßenverkehr, Chase. Treffen sich an Chans Schrottplatz mit dir. Sie helfen dir, Natalia zu befreien.